Heute werden wir ein wenig in die fantastische Welt Arena gehen. Ist schon ein bisschen länger her jetzt, ne? Ihr wisst es ja, denke ich mal. Man sieht, ich habe ein bisschen umgebastelt. Wir können aber das meiste wahrscheinlich noch nicht spielen. Ich habe ein Tableau rausgeholt. Er ist aber noch nicht so weit, dass wir ihn einsetzen können. Also den Tableau schon, aber den Rest nicht wirklich. Das Einzige, was gut getunt ist, ist Mord, Chongpong und Tableau. Diese drei Monster sind gut getunt. Und ich könnte Gianna, Edna und sowas mit dazu picken. Das ja. Alles mit hohem Base Speed, Zibala und sowas. Er ist gebaut, by the way, aber er ist noch 37. Wir spielen fast. Wir spielen kein Bruiser mehr groß. Also wir werden wahrscheinlich wenige Chroma und sowas sehen. Das ist zumindest der Plan. Ob es umsetzbar ist, weiß ich nicht. Let's go, wir starten rein. Wir spielen einfach drauf los. Mit More First Pick, by the way. Mit More First Pick. Den würde ich, by the way, als Last Pick immer nehmen. Er geht auch mit einer Cleave rein. Nehmen wir Oliver? Ich würde sagen, ja, wir nehmen noch Oliver für die Control und wir nehmen noch den Verde. Und wir bannen? Ja, wahrscheinlich sie. Sie hat den höchsten Base Speed. Ich glaube nicht, dass wenn ich ihm jetzt drin lasse, vom Speedlead her, dass es schneller ist. Was hat die für ein Base Speed? 104, was hat sie? Ja, okay, gar keinen gefühlt. Könnte sein, dass er jetzt mit Douglas kommt oder so. Das kann ich mir gut vorstellen. Nee, okay, er bremst ein bisschen mit Rakuni ab. Ich bann aber trotzdem sie. Ich schätze, wenn wir die DDs gut wegkriegen, was echt schwierig wird, weil das sind tanky DDs. Ne? Bei Edna muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Edna ist nicht direkt, ja, genau das, ne? Ihr seht, was ich meine. Sie ist nicht die, squishigste, so, jetzt habe ich, mein Gott. So, okay, kriegen wir Dean hier zurückgesetzt? Ja, gut. Kriegen wir. Okay, GG. Hä? Rakuni wäre übrigens auch jemanden, den ich noch vor Tableau gerne moven würde. Moven würde. Okay. Krieg ich auch. Alter, okay. Was war der denn da, Alter? Okay. Miles on point. Jackson on point. Ich überfordert on point, sage ich da mal. Aber richtig überfordert. Aber ich glaube, wir bleiben schnell, oder? Was macht der? Der macht irgendwas mit der Tagline. Aber ist das auch bei mir oder ist das nur bei ihm? Das ist meine Frage. Das weiß ich gar nicht. Sollen wir Tableau nehmen? Sollen wir es mal probieren mit Tableau? Let's go. Die sind alle schneller als Tableau. Bamba Rakuni? Könnte schneller sein, aber der ist auf keinen Fall schneller. Was ist das? Trill Ref Werde oder das? Es könnte Speed Werde sein. Es könnte ein Swift Werde sein. Oder ist ein Triple Ref? Ich bin mir nicht sicher. Ich bamba Rakuni. Er band die Edna. Okay, mein Schaden, ja? Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Swift Werde ist. Aber in der Teamkonstellation würde ich sagen, auf jeden Fall. Aber ich bin mir nicht sicher. Wegen Jackson bin ich mir absolut nicht sicher. Sehen wir ja jetzt. Es ist ein Triple Ref Wert, okay. Oh, der moved vorher. Okay. Und Proc. Krass. Okay. Interessant. Okay, das war schon mal sehr gut. Wir gehen hier erstmal auf den Stun, please. Okay, das war ein guter Stun. Dann kriegst du jetzt die Bombe, wenn ich treffe. Gut. Naja. Jackson macht irgendwas passiv mit dem Bars. Ich weiß nicht genau was. Irgendwas. Okay. Okay. Er ist dead. Der Dings ist dead. Auf alle Fälle. Okay. Autsch. Gute Schaden. Okay. Ja. Jetzt muss er mal ein bisschen procken. Nochmal. Kein Deathbreak leider. Okay. Okay. So, ja gut, der braucht leider noch eine Runde. Nur ein Qualstun, immerhin. Der ist jetzt dead wahrscheinlich. Ja, nee, okay. Oh. So, dann wollen wir nochmal einen guten Stun. Ein Slow. Ein Slow, okay.
Okay, aber das war kein Triple Ref. Was war das? Hat der Runen gehabt? Vielleicht hatte der gar keine Runen gehabt. Hatte der Runen? Der war so slow. Oder es war ein Triple Ref werde und es wäre so mein Triple Ref. 33er Speed. Der Oliver ist hier richtig weird irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, ich muss wieder ein bisschen mehr mit Rakuni spielen. Rakuni ist richtig gut. Was in vielen Konstellationen aus ist so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Der trifft einfach nie den Stun, der Lappen. Nie. Ne? Nie trifft der den Stun, Mann. Mhm. Der hätte geprockt. Das gesehen. Kriegen wir einen guten Qualstun oder so? Wir haben die Riley nicht getroffen. Der Monkey. Das sehe ich jetzt. Der hat einfach das gesamte Team gestunnt. Okay. Einfach das gesamte Team gestunt. Oh, wir haben ein paar Deathbreaks. Das ist schon mal ganz fein. Ich weiß nicht, welchen Dings der gemacht hat. Welchen Skill die Riley gemacht hat. Ah, leider kein Qualstun. Das wäre jetzt cool gewesen. So ein sahniger Qualstun. Immerhin diesmal kein Stun. Ah. Ah, Belastung, ey. Ja, ich muss wieder mehr mit Rakuni spielen. Ja, und das ist das Ding. Wenn der Schaden nicht reicht, mehr mit Rakuni spielen, ja. Ja. Auf alle Fälle. Kinky, Alter. Oh ja, die wollte ich mir auch noch bauen. Ich glaube, die ist gar nicht mal so bad, tatsächlich. Aktuell. Aktuell wahrscheinlich gar nicht so bad. Sollen wir sie Bala nehmen? Boah, der ist halt leider noch gar nicht so gut. Der hat auf jeden Fall ein Artefakt, aber ich würde ihn gerne mal ausprobieren. Mal gucken, wie der trifft und so mit 100 ACC, die Stars. Fehlt zwar ein Artefakt, aber mal gucken. Okay, machen wir das? Wer ist da noch dran? Ich würde sagen, wir machen das allein für den Strip mal. Let's go. Okay. Oh, okay. Oh, ist ein Guardian Wing Dude. Sehe ich gerade. Bitte kein Qualstun. Bitte kein Qualstun auf Chongpong. Dann ist fein. Okay, kriegen wir einen guten. Kriegen wir. Fein. Ich gebe das jetzt mal ihn. Das geben wir jetzt ihn. Kriegen wir einen Qualstun? Nee, aber einen kleinen Pushback, das ist fein. Ich weiß nicht, inwiefern ich sie resettet bekommen habe. Keine Ahnung. Sehen wir jetzt. Okay, gar nicht. Aber okay. Okay, Chongpong. So, habe ich den getroffen? Scheint so. Dass ich ihn irgendwie, irgendwo, irgendwann getroffen habe. Okay. Das ist ja schon mal ganz fein. Das machen wir jetzt mal. Boah. Oh, diese Drecks-Juno, Alter. Alles getroffen. Okay, einer ist dead. Oh, netter Qualstern. Von der Cassandra. Ich habe sie anscheinend nicht getroffen. Wird wahrscheinlich Chongpong sein. Ja. Ja, war ja abzusehen. Auf Moor, okay. Das Problem ist, die Juno und der Kinky. Ja, und alle anderen auch. Merk grad, Shizuka war ein richtig beschissener Bann. Weil Shizuka. Bei Shizuka war gerade das Problem. Warum? Ich habe zwei Sachen, die komplett resetten. Er hat gar keinen Sinn ergeben. Uff, da muss ich überlegen, nicht doch lieber den hier zu bannen. Und jetzt vielleicht noch den Werde zu picken. Er wird. Dann hätten wir beide kein Speed-Lead. Dann ist die Frage, wer. Okay, jetzt hat er zwei 33er-Lead. Jetzt ist es kackegal. Ja. Ist vielleicht doof wegen Dings da. Quadrate, ACC. Attack.
Ah, ich glaube, ACC brauche ich nicht dringend. Nee. Aber ich schätze, er ist dead. Insta-dead. Sind die ACC? Wen hat er gebannt? Ah, den Moor. Okay. Den Moor. Okay. Okay. Josie hat resisted. Das ist okay-ish. Oh, er geht auf Ceratu zuerst. Okay, interessant. Er macht den Stun nicht wegen Josie, ja. Kann ich verstehen. Auf irgendeine Art und Weise. Auf der anderen Seite weiß ich nicht. Ob das... weiß nicht, ne? Achso, ich habe Ceratu bei so ein bisschen umgebaut. Der ist Full Damage. Mit ein bisschen Dings. Ne? Erstmal hier Provo. Nice. Jetzt Death Breaks. Okay. Nicht ganz auf die ich gerne gehabt hätte, muss ich sagen. Kriegen wir hier einen Stun. Nice. Klatschen wir erstmal Robo weg, würde ich sagen jetzt. Ja. Kriegen wir einen Proc? Das wäre cool. Nope, leider nicht. Okay, der Stun war gut. So. Er macht's nicht. Okay. Geht weiterhin auf Chongpong. Hat er den nicht resettet? Macht er das nochmal? Okay. Ah, uncooler. Oh. Olivers, ne? Oliviers. Mhm. Oh, kein Stun. Ach, Josephine. Ach, Josephine. Okay, klatsch erstmal Robo weg. Mach das. Okay. Ja gut, kill erstmal den weg. Gut, ich weiß nicht genau, wann sie einen wiederholen kann. Jetzt gerade anscheinend noch nicht. Jetzt wird der Ceratu resettet wahrscheinlich. Yep. Okay, aber er hat nicht ganz das getroffen. Und er gibt auf. Hey, ich wollte noch gerne den Schaden auf Vanessa sehen. Ah. Okay, gut. Dann bin ich durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt angenehm. Ceratu ist echt cool, by the way. Aber ich krieg die nicht schneller. Ja, der sieht, by the way, so aus jetzt. Ne? Naja. Ich bin euch fürs Zuschauen. Haut rein.